Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es gleich mal um mehrere Erfolge und zwar wollen wir uns nämlich ein Meta-Achievement angucken. Dieses Meta-Achievement finden wir einmal unter Spieler gegen Spieler und dann gehen wir hier runter auf Welt und dort haben wir jetzt den Erfolg Drachenkampf-Club. Und für dieses müssen wir insgesamt 7 Erfolge abschließen und dann gibt es einen schönen Titel und zwar schimpft sich der Boshafter. Diese ganzen Erfolge, naja, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, da es unter Spieler gegen Spieler drin ist, sind PvP-Erfolge und zwar in der offenen Welt. Dafür können wir als allererstes mal den War-Mode hier anschalten. Der geht mittlerweile in Walddraken an und auch aus. Dementsprechend ist das eine relativ angenehme Angelegenheit. Und wenn ihr es getan habt, dann seid ihr im War-Mode quasi PvP aktiv und ihr seht auch diese PvP-Worldquests und die werden jetzt dann auch gleich relevant werden. Diese sind quasi anders als die anderen Worldquests immer täglich ab, also ihr könnt jeden Tag eine bzw. 2 von denen absolvieren und die brauchen wir jetzt auch gleich für die Achievements. Das erste Erfolg, den wir uns angucken wollen, der schimpft sich Malichas Herausforderung oder Malichas Herausforderung irgendwie so. Was müssen wir dafür machen? Schließt jeder der unten aufgelistete Welt-PvP-Quest auf den Dracheninsel im Kriegsmodus ab. Das sind insgesamt 4 Stück. Und zwar gibt es jeden Tag eine World-Quest in jedem der 4 Gebiete, wo man dementsprechend einfach einen Balken auffüllen muss. Ja? Und eine haben wir hier schon, Auslöschung. Da müssen wir einfach dann, wenn dann Spieler in dem Bereich töten oder ein paar NPCs, die in dem Bereich sind. In jedem Gebiet gibt es eine. Hier gibt es quasi eine, wo man so ein paar so Insektenviecher hat. Hier in der Küste gibt es eine, muss man so ein paar Drachen quasi wo zurückbringen. Dann gibt es im Azurblauen Gebirge, gibt es eine Geschichte hier, wo man dementsprechend auch wieder Spieler töten kann oder so Elementare. Und dann gibt es noch eins mit Entchen, das irgendwo hier unten ist. Ne? Und jedes von denen muss man einmal abschließen. Heißt, ja, wenn ihr jeden Tag guckt, dann solltet ihr es relativ schnell zusammen haben. Dann schauen wir das nächste Achievement an. Was wir brauchen, eine Champion-Tour Dracheninseln. Hier muss man dasselbe machen, nur 20 Mal. Und ihr habt vielleicht jetzt mitbekommen, ihr könnt jeden Tag eine machen, braucht 20 Mal jedes von denen. Heißt, wir haben insgesamt 80 World-Quests. Minimum dauert das 80 Tage, also das sind ein paar Monate. Vor allem, die sind auch nicht immer genau in der gleichen Reihenfolge. Manchmal kommen manche öfter und manche weniger oft. Dementsprechend kann es hier 80 bis 90, 100 Tage dauern, bis ihr mit dem Achievement fertig seid. Also das ist eine sehr, sehr langfristige Geschichte. Deswegen, ja, bin ich erst Anfang des Monats quasi hier fertig geworden. Also es hat schon ein bisschen gedauert tatsächlich. Gut, dann die nächsten Erfolge sind hier im Einsatz Küste des Erwachens, im Einsatz dazu Blaues Gebirge und so weiter. Also für jedes Gebiet gibt es eine im Einsatz Quest bzw. Erfolg ist das ja hier in dem Fall. Und was muss man da machen? 1000 Ehre sammeln. Ich sag mal so, ihr schafft in jedem Gebiet die 1000 Ehre zu sammeln, wenn ihr diese eine World Quest quasi 20 Mal erledigt habt. Für die gibt es nämlich auch immer ein bisschen Ehre und das zählt auch mit rein. Und da sind natürlich auch andere Spieler, die ihr umhaut. Also die 1000 Ehre in jedem Gebiet sammeln, habt ihr auf jeden Fall im Sack, wenn ihr jede World Quest 20 Mal abgeschlossen habt. Und was wir dann noch als letztes haben, der Lohn des Feldherrn. Und dafür müsst ihr, tötet die unten aufgeführten Elite-Gegner auf den Dracheninsel im Kriegsmodus. Das sind insgesamt 4 Stück. Und diese vier Bosse, die sind in einer anderen Worldquest. Und zwar gibt es immer diese Balkenauffüll-Worldquest am Tag. Und dann gibt es immer noch die Boss-Kill-Worldquest. Und naja, in jedem Gebiet gibt es halt dann auch einen Boss. Ihr seht, hier ist die Balken-Auffüll-Ding und da ist die Boss-Kill-Quest. Hier haben wir jetzt zum Beispiel in Nukut oben den Boss. Da müsst ihr einfach hinfliegen, den umhauen. Und so eine gibt es dann auch im Azurblauen Gebirge. Die ist, glaube ich, irgendwo da oben. Dann in der Küste, die ist irgendwo, glaube ich, hier. Und in Taldrassos, die ist, glaube ich, irgendwo auf so einer fliegenden Insel irgendwo. Hier war die, glaube ich. Aber wie gesagt, ihr seht dann von jedem von diesen Dingern, wenn ihr den War-Mode anhabt, die Worldquest auf der Map, auch hier mit diesen Schwertern, das sind immer die PvP-Worldquest, die einfach jeweils einmal erledigen und dann habt ihr auch das Achievement. Im Endeffekt, zusammengefasst, um das Meta zu kriegen, einmal jeden Boss töten, 4 Tage und dann 20 Mal die anderen Worldquests machen, dann habt ihr eigentlich den Erfolg, weil alles andere kommt dann automatisch mit. Und dann gibt es einen schicken Titel, Boshafter. Könnt ihr euch einblenden und ja, auch einen Haufen Achievement-Punkte. Erstmal 25 fürs Meta-Achievement und dann waren es, glaube ich, nochmal jeweils 10 für die Unter-Achievements, ne, beziehungsweise da gibt es sogar 20. Also einen Haufen Achievement-Punkte. Ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Viel Spaß beim Nachfarmen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chillar, bis dahin, ciao.